Hallo meine Lieben, heute gibt es meine Neuzugänge aus dem August und ich habe keine Ahnung, was da schon wieder passiert ist. Ja, und zwar ist einmal bei mir eingezogen, da blende ich euch hier das Cover ein, die Champagnerfürstin. Ist natürlich schon gehört und rezensiert, da könnt ihr gerne dazu zu der passenden Rezension vorbeischauen. Danach habe ich mir gekauft gehabt. Die Midnight Chronics Schattenblick, der erste Band von Bianca Iosivoni und Laura Kneidel. Ja, das haben sie ja zusammengeschrieben oder halt immer abwechselnd geschrieben. Also der eine Band, die eine Person, der andere Band, die andere Person. Und so sollte es halt immer hin und her wechseln, dass halt am Ende jeder drei Bände geschrieben hat. So habe ich das zumindest verstanden. Und ja. Ich bin gespannt. Ich habe mir jetzt mal noch nicht alle geholt, weil ich jetzt erstmal halt gucken möchte. Sie sind natürlich inzwischen halt auch alle erschienen. Die werden halt immer von hell zu immer dunkler. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es mir gefallen wird. Und je nachdem werde ich halt dann die Sache fortführen oder nicht. Habe ich auf jeden Fall gekauft gehabt, dann habe ich gesehen gehabt, dass es endlich den 14. Band von der Jana Wein-Reihe als Taschenbuch gibt. Die gibt es natürlich schon länger als Broschüre, aber ich wollte sie unbedingt als Taschenbuch haben, weil ich habe alle als Taschenbuch und da jetzt als Broschüre anzufangen, ist natürlich Quatsch. Und ja, deswegen bin ich schon sehr gespannt, was mich da erwarten wird bei diesem Fall von, ja, mit Jena Wein, wie er sozusagen wieder das Ganze löst. Ich bin gespannt und ja, bin dann sozusagen wieder ein Band voraus, was die Green Mountain Serie anbelangt. Ja, weil die Green Mountain Serie ist ja jetzt erst der 13. erschienen, die habe ich ja schon gelesen. Und ja, und hier mache ich jetzt mit Band 14 weiter. Die Reihe, die Jena Wein Reihe und die Green Mountain Serie habe ich ja damals zusammen gestartet gehabt, wo beide gleich waren, was so was rausgekommen ist. Aber dann die Green Mountain Serie dauert es viel länger, bis ein neuer Band erscheint, als bei der Jänner Wein Reihe. Deswegen, ja, hier muss ich nur mal länger warten, bis die Taschenbuchausgabe erscheint. Dann habe ich, ja, weil es gefühlt jeder gerade irgendwie in die Kamera hält und es richtig, richtig schön aussieht und es mich einfach so interessiert, Westwell gekauft gehabt von Lena Kiefer, Heavy and Light, und ja, es ist wie so, ja, Stuck sozusagen, so ein Stuckmuster, und es sieht wunderschön aus, und ja, und die werden so ungefähr dann aussehen, in so Pastellfarben gehalten, und ja, der zweite Band von Mona Kasten wird natürlich jetzt dann auch bald erscheinen von der, ich weiß gar nicht, Lonely Hearts Reihe oder wie sie heißt. Ich weiß es nicht mehr. Ja, auf jeden Fall habe ich dann erstmal wieder genug zu lesen. Und dann habe ich gesehen gehabt, ich hatte nämlich von der Autorin nämlich ein Buch mal gelesen gehabt, was eigentlich so rüberkam, als wäre es ein Einzelband gewesen. Obwohl man beim Lesen die Charaktere natürlich ins Herz geschlossen hatte und sie richtig toll fand. Und ja. Und so habe ich mir natürlich von Leonie Swan, Miss Sharp macht Urlaub. Das ist der zweite Band der Rentner-WG-Reihe. Und der erste hieß ja Mord in Sunset Hall. Das hat natürlich auch ein neues Cover bekommen. Wo ich aber sagen muss, die Cover finde ich jetzt eher so ein bisschen kindlich gehalten. Aber ja, aber der Hund ist schon mega, mega süß. Es sieht auf jeden Fall so aus, als wäre das Cover so ein bisschen dreckig, so ein bisschen verstaubt oder so, weil die Farben so gewählt worden sind. Auf jeden Fall freue ich mich schon sehr, ja, auf unsere Rentner-WG und ja, wie sie an einen neuen Fall kommen und ob die Schildkröte natürlich auch wieder mit am Start ist, freue ich mich schon sehr drauf. Dann habe ich, es ist vollkommen eskaliert, also das kann ich euch nur sagen. Wie immer bin ich natürlich nur in den Buchladen gegangen, um mir den
neuen oder halt. Ich kaufe mir, habe mir ja vorgenommen, jeden Monat jetzt einen Harry Potter Band zu kaufen. Inzwischen bin ich beim vierten angekommen, der Feuerkelch. Und ja, ich freue mich schon so, ja, dass ich sie dann nochmal alle lesen werde in der neuen Ausgabe und ich sie dann selber besitzen kann. Und ja, da war ich, habe ich mir natürlich dann Harry Potter gekauft und dann dachte ich mir, hey, guckst du mal, was es noch so gibt. Und dann habe ich mir American Crown, Beatrice und Theodor gekauft gehabt. Und zwar geht es hier natürlich um Könige, um Königsfamilie und ja. Und Prinzessin Beatrix ist die Thronerbin der Vereinigten Staaten von Amerika und ist natürlich gewohnt, im Rampenlicht zu stehen. Und ja, sie hat natürlich zwei Personen in sich. Einmal die eine Seite, die natürlich die Pflichten der Kronprinzessin wahrnehmen will, und einmal die Person, die privat ist und die natürlich nicht so gerne im Rampenlicht steht und heimlich verliebt ist. Und ja, ich freue mich da auf jeden Fall schon sehr drauf. Da gibt es auch eine, das ist eine Dialogie. Und ja, ich bin schon sehr gespannt. Und ja. So, Königssachen gehen ja auch immer sehr, sehr gut. Und dann habe ich ein Buch mir kaufen müssen, weil die liebe Franzi von den Bücherseelen natürlich mit ihrem Bruder Ferris die ganze Zeit davon schwärmt. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe mir den ersten Band, The Keepers of the Lost of City, der Aufbruch, gekauft gehabt. Und ja, jetzt bin ich sehr gespannt, wie es mir gefallen wird. Und ja, es sind ja 7 Bände inzwischen erschienen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Danach ist bei mir eingezogen einmal Malibu Love, der zweite Band der Be Mind-Reihe, Winter Be Mind-Reihe oder so. Blende ich euch auf jeden Fall das Cover ein. Dann ist bei mir eingezogen Im Traum bin ich immer bei dir von Nicholas Sparks, sein neuestes Werk. Blende ich euch natürlich auch das Cover ein. Und danach ist bei mir eingezogen Der Wächter der Winde. Das fand ich, klang sehr, sehr interessant. Und ja, ich habe es netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Und zwar geht es hier um 8 Menschen, oder waren es 7? Nee, 8 Menschen aus unterschiedlichen Zeiten treffen sozusagen aufeinander und sie werden in einen gewaltigen Sturm reingezogen und ja, sie werden auf so einem Platz sozusagen wieder ausgespuckt. Und keiner der zufällig zusammengewürfelten Gefährten ahnt, dass der Sturm das Werk des genialen Erfinders Rose Perrault war, in dessen Reich sie nun gestrandet sind. Rose, der ebenso sehr nach Rache strebt wie danach, seine Tochter Mira zu beschützen, hat Pläne für sie alle. Aus seinem Netz aus Intrigen, Schuld und Träumen scheint es kein Entkommen zu geben. Also ich bin schon sehr gespannt, es klingt. Hört sich richtig, richtig toll an und ja, ich freue mich natürlich schon, wer diese 8 Menschen sein werden und aus welchem Universum oder halt aus welcher Zeit sie sozusagen kommen. Bin ich sehr gespannt und freue mich da schon sehr drauf. Danach, ja, was ich natürlich ja, jetzt lesen werde, ist No Stars to Pride. Es ist natürlich wieder mit so einem Gefühl. Effekt-Cover von Nina Belinsky. Das ist der zweite Band ihrer Wild to Love-Reihe oder so hieß sie. Das Ganze spielt natürlich in Australien. Und ja, das ist der zweite Band. Im ersten sind alle schon mal über die Bildfläche gehuscht. Im zweiten Band haben wir natürlich andere Protagonisten, die im Vordergrund stehen. Nee, nicht das Gleiche, sondern dann Wilde Hoffnung. Ja, da freue ich mich schon auch sehr, weil es klingt sehr, sehr interessant. Die Studentin Emilia wird von ihrem Freund betrogen und ja, ist
nicht nur guter Rat teuer, sondern vor allem eine neue Wohnung in Berlin. Schließlich kommt Emilia bei der pensionierten Vera unter, die leider ebenso verbittert wie scharfzüngig ist. Zum Glück leben in dem Altbauviertel auch Menschen, die Emilias Liebe zur Natur teilen, wie Lars, der gemeinsam mit allen Nachbarn ein ungenutztes Grundstück in einem wunderschönen Garten verwandeln möchte. Bald blühen nicht nur Blumen und Gemüse auf, sondern auch die Menschen, selbst Vera. Niemand ahnt, dass eine Immobilienfirma das Grundstück so gut wie verkauft hat. Und das finde ich richtig toll, dass sozusagen alle, ja, gerade irgendwelche Probleme haben und denen es gerade schlecht geht, aber alle tun sie sich zusammen und tun so ein wunderschönes Projekt auf die Beine stellen und tun sich somit gegenseitig helfen und ja, zum Blühen erbringen. Und das hört sich richtig, richtig toll an. Und danach ist bei mir eingezogen Das Wunder küsst uns bei Nacht. Das ist der dritte Band der zauberhaften Lüttebi-Reihe und ja, das ist der finale Band von Gabriela Engelmann. Ich bin schon sehr gespannt und freue mich natürlich schon sehr, wie das Ganze jetzt ausgehen wird. Und hier haben wir natürlich unsere Protagonisten aus dem ersten Band begleiten uns natürlich die ganze Zeit. Es ist eine zusammenhängende Geschichte und ja, da sollte man nicht einfach zwischendrin lesen, weil man sonst die ganze Story nicht versteht. Dann ist bei mir eingezogen A Place to Crow von Lily Lucas. Das ist der zweite Band der Sherry Hill-Reihe. Und ja, ich freue mich da schon sehr drauf, wie es weitergeht. Der dritte wird in so einem wunderschönen Bärenton sein, der natürlich erst nächstes Jahr März erscheinen wird. Und ja, es ist natürlich wieder wunderschön aufgemacht, wunderschön gestaltet und drinne auch. So sieht zum Beispiel Kapitel aus, so ein Strich und dann so wunderschöne Blümchen. Und ja, hier geht es weiter mit unserer Obstfarm und unserer Obstfarmfamilie und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Danach war mir langweilig und ich bin wieder in die Buchhandlung gegangen, weil das hat ja für mich anscheinend noch nicht gereicht. Und ja, dann habe ich mir Mord ist nichts für junge Damen nochmal gekauft gehabt. Ja, ich hatte es mir ja schon mal als Taschenbuch gekauft gehabt und dachte mir, nee, Taschenbuch gefällt mir gar nicht. Und jetzt habe ich es mir nochmal als Hardcover gekauft gehabt. Und ja, was soll ich sagen, ich habe auch schon angefangen reinzulesen. Also ja, ich bin zwar noch nicht weit gekommen, aber ich habe kurz mal reingelesen gehabt in der Buchhandlung und hat mir wirklich sehr, sehr, sehr gefallen. Und ja, hier geht es England in den 30er Jahren an einer Schule, Internat. Und ja, es wird eine Leiche gefunden, also am Anfang noch nicht. Dann lernen wir erstmal alles so kennen und wie es dazu gekommen ist. Und dann habe ich mir auch gleich den zweiten geholt gehabt. Teestunde mit Todesfall. Ja. Bin auf jeden Fall gespannt, wie die Mädels das so machen. Freue mich da auf jeden Fall schon sehr drauf. Und dann dachte ich mir, okay, hast du jetzt ja schon den ersten gekauft diesen Monat. Dann kaufst du dir auch gleich noch den zweiten von Keepers of the Lost City, das Exil. Weil Franzi von den Bücherseelen gesagt hat, es hätte sie zerstört und es wäre so spannend und sie hätte so ewig warten müssen, wie es weitergeht, weil sie, ich glaube, 2 Wochen oder so warten musste, bis der zweite Band erschienen ist. Und ja, deswegen habe ich mir gleich den zweiten mit dazu geholt, damit ich nicht ganz so leiden muss wie Franzi. Und ja, habe mir deswegen gleich den zweiten mit dazu gekauft. Und so kann ich sie jetzt dann lesen. Ja, das waren meine Bücher. Es sind wieder sehr, sehr viele geworden. Es ist wieder eskaliert. Und ja, aber nichtsdestotrotz, ich freue mich über jedes Einzelne, was ich jetzt habe. Und ja, dass ich jetzt mir demnächst auch, kann ich mir jetzt, glaube ich, den 11. Band von der Eberhofer-Reihe von Rita Falk holen. Da es da jetzt auch eigentlich das Taschenbuch zu gibt. Ich habe lange da warten müssen. Klar, durch den Lockdown und alles war es ja dann so ein bisschen verschoben. Aber jetzt kann ich es mir dann endlich holen als Taschenbuch und freue mich da schon drauf. Und ja, mal gucken, was nächsten Monat noch so einzieht. Auf jeden Fall wird der 5. Band von Harry Potter bei mir einziehen. Und ja,
Vielleicht auch gleich noch der dritte Band, der Keepers of the Lost City. Ja, obwohl ich sie noch nicht mal gelesen habe, aber ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich. Und was ich auf jeden Fall so im September lesen werde, lasse ich mich selber überraschen. Ich habe ja jetzt seit einiger Zeit mir keine Leseliste mehr vorgenommen. Ja, weil ich einfach ja, Leselisten mache und entweder lese ich sie komplett oder ich schaffe es nicht. Also sowas dazwischen irgendwie gibt es nicht, dass ich nur eins oder so. Oder ich stelle sie komplett nochmal um. Deswegen lese ich gerade ohne Leseliste, aber ich habe trotzdem so meine innerliche Leseliste, also welche Bücher ich unbedingt noch jetzt lesen möchte, bevor das Jahr sozusagen zu Ende ist, welche ich unbedingt gelesen haben muss. Von meiner 22 für 2022 sind ja auch noch ein paar offen. Ja, und dann habe ich mir vorgenommen, will ich auch noch diese Reihe auch noch anfangen und ein paar Reihen fortsetzen. Und ja, okay, meine Lieben, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Schaut auf jeden Fall unten in der Infobox vorbei. Da sind alle genannten Titel für euch verlinkt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Tschüss!